Eine Frage an dich. Kennst du die Blue Zone? Nein? Das sind die Gebiete, in denen im Durchschnitt die ältesten Menschen der Welt leben. Darunter zählt die japanische Insel Okinawa, eine Insel in Costa Rica und auch Sardinien. Was machen diese Regionen und auch die Menschen so besonders, dass sie ein so überdurchschnittliches Alter erreichen? Besonders in dem jetzigen Trend, dass halt immer mehr Leute Anti-Aging nachgehen, damit sie halt ihre Alterung nach und nach stoppen können, damit sie auch im hohen Alter noch ziemlich vital leben können. Und ich denke, das wollen wir natürlich auch, dass wir halt mit 60, 70, 80 immer noch einfachste Aufgaben eigenständig machen können, ohne mit Hilfe von anderen angewiesen zu sein. Und die gute Nachricht zuerst, du musst keine Millionenbeträge ausgeben, um das auch zu erreichen. Lediglich einfach nur ziemlich naturverbunden leben. Das reicht schon. Der erste wichtige Punkt ist das Essen und auch das Essverhalten der Menschen in dieser Region. Sie essen sehr einfach, unverarbeitet und so natürlich wie möglich und das auch mit einem sehr hohen Rohkostanteil. Natürlich werden 100% am besten. Es wird auch sehr viel Wert auf die Qualität der Nahrungsmittel Wert gelegt. Am besten wird halt dort im Eigenanbau angebaut, was ja auch dort gemacht wird, weil du auch zu 100% weißt, was denn genau auf deine Pflanzen draufkommt. Weil auch wird darauf geachtet, wie viel man isst. In Japan ist es ziemlich verpönt, übergewichtig zu sein. Dort gibt es sehr wenige, einfach aus dem Grund, weil es auch ein Zeichen mangelnder Selbstkontrolle ist. In Okinawa zum Beispiel wird darauf geachtet, dass man seinen Magen halt nur wirklich zu 90% füllt, nicht dieses starke Sättigungsgefühl oder gar sich über ist, weil dadurch hat man auch dann noch weniger Lebensqualität, man fühlt sich matt, schlapp und die Verdauung zieht einfach viel zu viel Energie. Was ich aus meiner Ernährung nur jedem empfehlen kann, ist entweder Intervallfasten oder auch mal längere Fastenperioden machen, um halt hier ein besseres Gefühl auch zu bekommen, ein besseres Körpergefühl auch zu entwickeln und natürlich, weil ich ja Rohköstler bin, sehr viele wasserhaltige und leichte Kost zu sich zu nehmen, weil das auch nochmal die Verdauung um einiges entlastet. Wer Schwierigkeiten beim Überessen hat, kann sich gerne bei mir melden. Besonders beim Fasten ist es halt ein Problem, wenn dann die Leute das Fasten brechen machen und dann Wochen danach einfach viel zu viel essen. Was ist ein weiterer Grund, warum die Menschen in der westlichen Welt so stark an Übergewicht leiden? Genau, die meisten Leute sind einfach viel zu faul und bekommen auch ihren Arsch nicht hoch. Dort in den Ländern sind die Leute auch bis in den hohen Alter aktiv, sind sportlich tätig und arbeiten auch zum Beispiel viel im Garten draußen, auch körperliche Betätigung. Sie nutzen halt den menschlichen Körper als das, was er ist, nämlich ein Bewegungsapparat. Da zählen halt auch Yoga-Übungen, Qigong-Übungen, Atemübungen mit dazu, Dehnübungen, Cardio, körperliche Betätigung, Kräftigung der Muskeln, der Sehnen, der Bänder und auch der Knochen. Schließlich heißt es ja, wer rastet, der rostet. Wir alle wissen, wenn wir Muskeln erhalten oder auch aufbauen möchten, müssen wir ihnen einen bestimmten Reiz geben. Und das Gleiche gilt auch hier oben für den Denkapparat. Das heißt, wir müssen auch mit dem Kopf aktiv bleiben, immer uns für neue Sachen begeistern, neue Sachen kennenlernen, lernen, üben, den Transfer auch machen, mit Leuten sprechen, damit du auch später das Wissen auch aneignen kannst, weil es nutzt halt nichts, sich einfach nur theoretisches Wissen anzueignen und man sollte es auch in der Praxis umsetzen. So bilden sich neue neuronale Verbindungen, die alten werden auch gefestigt und das Gehirn wird so effizienter. Wichtig ist dabei, dass du halt beim Lernen Interesse hast, einen gewissen Wow-Effekt auch dadurch erzeugst, weil wir lernen halt auch durch Emotionen, durch negative, aber auch durch positive. Ob du dich jetzt körperlich oder mental auslastest, Erholungszeiten sind wirklich wichtig. Das heißt, gönn dir mal eine Auszeit, wenn du es jetzt nicht so beruflich machst wie ich. Ein Garten ist ein wunderbarer Ort, um halt hier abschalten zu können. Hier mit den Pflanzen und mit der Natur zu interagieren. Waldbaden kannst du zum Beispiel machen. Integrier bei dir Meditationen in deinen Alltag mit rein. Mach Sachen, da wo du jetzt nicht viel denken musst, die dir einfach nur Spaß und Freude auch bereiten. Genieße die Sonne und auch die frische Luft. Unterhalte dich auch mit Leuten. Das sind auch weitere Geheimnisse von den Menschen, die in der Blue Zone leben. Das heißt, die sind auch in einem hohen Alter nicht sozial ausgegrenzt. Die alten Menschen dort geben ihrem Leben einen Sinn. Sie übernehmen da auch wichtige Aufgaben für die Gesellschaft und sehen sich jetzt nicht als fünftes Rad am Wagen ran. Sie sind ein wichtiger Teil in der Gesellschaft und werden auch von den jüngeren Menschen auch dementsprechend respektiert, weil sie auch mehr Lebenserfahrung haben. Das sind die recht simplen Geheimnisse der Blue Zone. Ist uns eigentlich allen bekannt, nur an der Umsetzung hapert es. Von daher kann ich dir hier noch weitere Videos empfehlen, wo ich dir helfe, zum Beispiel dein eigenes Obst und Gemüse anzubauen oder auch zum Thema Gesundheit hier deine Lebensqualität auch zu verbessern in Sachen vegane Rohkost, Fasten oder auch ganzheitliche Gesundheit. Würde ich dir hier an der Seite verlinken. Alles kostenlos. Kannst auch hier den Kanal kostenlos abonnieren. Daumen nach oben geben, wenn dir dieses Video einen Mehrwert gegeben hat. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, was du noch für ein
Tipp oder hilfreiche Anregungen hast, eben verlängern kann.